Der Urknall. Eine bekannte Theorie. Praktisch jeder hat es mal gehört, ja? Der Urknall ist quasi der Grundbaustein von allem Leben, das wir kennen, eingeschlossen unserem. Doch was war vor dem Urknall? Das Universum kann doch nicht aus dem Nichts entstanden sein. Da muss doch was davor gewesen sein. Was war denn aber davor? Das fragt man sich doch. Welche Hinweise gibt es für den Big Bang? Laut Einstein hat das Universum keinen Anfang. Schon immer ist es da gewesen. Er sagt immer, weil immer nicht hinterfragbar ist. Sagt man immer, ja, dann ist es schon immer da gewesen. Was war davor? Nein, es ist schon immer da gewesen. Doch der Anfang ist dennoch hinterfragbar. Das Universum kann das ewig da gewesen sein schon? Ohne Entwicklung? Doch es war Georges Lemaître. Beobachtungen, die auf die Expansion des Universums deuteten, hatte er zu richtig erkannt. Das Licht von Galaxien, genau gesagt die Emissionslinie, waren nicht dort, wo sie eigentlich sein sollen. Sie waren verschoben. Das kommt daher, da Linien sich durch Bewegung der Galaxien eben verschieben können. Und Georges Lemaître war so der Erste, der erkannte, dass das Universum sich wirklich ausbreitete. Und noch ausbreitet. Also muss es einen Anfang gehabt haben. Wenn es immer größer wird, dann muss es doch mal ganz klein gewesen sein. Ja? Jeden Tag wird das Universum größer, es expandiert. Und woraus? Aus einem Uratom? Was war denn das Kleinste? Gibt es so ein Uratom überhaupt? Was passiert also mit unserem Universum? Gas komprimiert, ja? Und wenn wir jetzt mal zurückdenken, das Universum machen wir jetzt kleiner, nur theoretisch. Es wird immer heißer und je kleiner das Universum wird, desto heißer muss es sein. Ja, das Gas ist komprimiert in diesem kleineren Universum, was wir uns nur vorstellen. Und was, wenn es heißer ist? Alles würde sich auflösen. Die Verbindung zwischen Kernphysik und Astrophysik würde funktionieren. Die Entstehung aus dem Kleinsten ist eben die Schlussfolgerung für das Größte, für die Astrophysik. Die kosmische Hintergrundstrahlung, auch dazu habe ich schon ein Video gedreht, zeigen die Überreste dieses Anfangs in Form von Strahlung. Und diese sind überall im Universum messbar und anwesend vor allem. Ja? Und das ist eben der Beweis für diesen Anfang des Universums. Aber was war denn nun der Anfang? Was ist denn da genau geschehen? Die Ursache, beziehungsweise der Grund, warum wir so denken, ist die Quantenmechanik. Ja? Mit der Relativitätstheorie, eine der revolutionärsten Theorien, die wir in der Physik überhaupt kennen. Die komplette Quantenmechanik zu erklären, dauert viel zu lange jetzt. Nur grob. In der Quantenmechanik ist es nicht sicher, ob es eben Ursache oder Wirkung ist. Das ist eben der Punkt. Und da schaut man sich die Heisenbergsche Unbestimmtheitsrelation an. Weil man nicht eben genau weiß, ist es Ursache oder Wirkung. Das ist die Quantenmechanik, grob zusammengefasst. Es war Max Planck, der eben erkannte, dass das Universum eine Größe von 10 hoch minus 35 Meter gehabt haben müsse, als es entstanden ist, als der Urknall geschah. Ja, das ist auch die Planck'sche Wirkungslänge, wenn ihr das euch merken wollt. Müsst ihr natürlich nicht. Und wenn wir eben diese 10 hoch minus 35 haben und das durch die Lichtgeschwindigkeit teilen, durch 10, ja, haben wir 5 mal 10 hoch minus 44 Sekunden. Das müsste unser zeitlicher Anfang gewesen sein. Mit unnötiger Punkt jetzt, aber mit einer Anfangstemperatur von 10 hoch 32 Kelvin. Und das ist wirklich nur Energie. Da ist nichts anderes gewesen. Ganz am Anfang, nur Energie. Elektronen waren freigelöst, alles hatte noch keinen richtigen Platz. Was war denn aber nun wirklich davor? Was war vor dieser Strahlung? Was war vor diesem ungelösten Elektron? Was war vor dieser Energie, die wir nur am Anfang hatten? Und das ist leicht zu beantworten. Wir können es nämlich nicht beantworten. Empirisch ist es für uns nicht zugänglich. Wir können nicht weiter zurückrechnen als das, was wir eben als Beweise haben. Es geht einfach nicht. Empirisch ist uns das nicht zugänglich. Doch trotzdem kann beispielsweise durch die kosmische Hintergrundstrahlung oder Ähnliches, auch eben der Urknall bewiesen werden. Und das ist doch was.